kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von dem Landwirtschaft zum Ladder 2019. Natürlich hier wieder auf meinem wunderschönen Kanal. Wir machen natürlich hier erstmal überall den Helfer an. Soweit es geht, machen wir die Helfer an. Ich habe in der Zeit richtig Kleinigkeiten gemacht. Ich habe die natürlich alle jetzt hin und her gefahren. Das sind die Sachen, die ich gesagt habe, dass ich die mache. Ich habe die Pferdepfeil fertig geritten und gestriegelt. Ich habe das Heu weggefahren, soweit bis auf ein paar kleine Stellen. Wir sehen, 12.000 habe ich gekriegt. Das ist nicht gerade wenig für das kleine Feld. Sage ich jetzt, wir haben es eingenommen. 10.000 haben wir eingenommen. Nur durch das Heu. Klar, wir machen minus von 6.000 im Moment. Aber es ist so ein kleiner Nebenverdienst, würde ich sagen. Ja, der Zug, das ist mir jetzt auch scheißegal. Ja, was wir hier drauf fahren, das ist die große Frage, was auf dem Feld eigentlich drauf ist. Wir können auch eigentlich hier noch mal kurz gucken. Hier haben wir Raps drauf. Hier haben wir Hafer drauf. Wir haben Hafer weggefahren. Das heißt, wir haben genug Hafer da in unserem Silo. Machen wir hier auch noch Raps. Das passt. Dazu müssen wir oder haben wir jetzt die Aufgabe. Das Feld ist auch fertig. Ui, es passt nicht alles rein. Es passt nicht alles rein. Er hat auch keine Anhängerkupplung, oder? Aber sonst würde ich was probieren. Dass wir den hier anhängen. Und der hat ja noch eine Kupplung dran. Ob das die gleiche Clown-Kupplung ist, die wir auch gebrauchen. Und fahren wir ganz rasch den hier rüber. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das ist wirklich jetzt der Zufall, dass ich das sehe. Und dann verdienen wir nämlich noch mal ein kleines bisschen mehr als das, was wir eigentlich nur verdienen. Richtig lohnt sich das zwar nicht, aber wir fahren, wir müssen ein kleines Stück fahren. Wir könnten ja auch mit einem Drescherchen fahren. Ist aber die Lust nicht da. Dann muss ich den ja wieder abhauen. Oh nee. Ich glaube, das ist gut so. Wir holen noch. Wir waren noch alles mit dem Drescher. Dann müsste ich ja den abholen von. Wo schaue ich das hin? Die Teile wieder. Ist die Frage, wie schnell kann der. Und der. Vieh, der kann 53. Wir lassen ihn hier hin. Wir lassen ihn gerade bestehen, den New Holländer, und nehmen dafür unseren Marseille. Und fahren einfach mit dem Marseille jetzt rüber. Ja, Produktivität und alles ist natürlich eine andere Geschichte. Ob das jetzt produktiv ist, eher nicht. Und man kann ihn nicht anhängen. Sag bitte nicht, der hat keine Anhängerkupplung. Doch, der hat eine Anhängerkupplung. Oh, sieht das hässlich aus. Ich finde das geil, wie hässlich das aussieht. Nein! Jetzt. Okay, dann machen wir das jetzt so, damit ich... Wie viel ist denn 200? Ach, scheiß auf die 200 Gramm geschissen. Das dauert sonst mir zu lange. Wir fahren mit den Jungen. Der hat auch ein bisschen mehr Kraft, der T6. Ich habe 175 PS oder KW, seht ihr dahinter die Zahl. Ich helfe das auch mit der Schneidbreite und sowas. Wir fahren jetzt mit dem Scheiß auf die 200, das ist mir jetzt doch egal. Das ist doch nicht ganz so wichtig, aber ihr seht, der kommt ja kaum allein hier hoch. So, ein bisschen runterwegs vor Geschwindigkeit. Hinten wäre die einfach zum Feld gewesen. Die wir letztes Mal gesucht haben. Ich habe vorhin gerade auf die Uhrzeit geguckt. Schon wieder die Uhrzeit vergessen. Wie spät wir es haben. Also wir haben es 14:38 bei mir jetzt im Moment. Ich glaube 35 habe ich angefangen. Also gar nicht mal so lange her, dass ich angefangen habe.
Weil ich möchte, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Wir haben gerade mal Montag den 10. Also, nee, doch, den 10. haben wir. Ist gar nicht so lange her von den alten Aufnahmen, hat aber den folgenden Grund, dass ein Kollege mich gefragt hat, sage mal, hast du schon mal gedüngt? Bei mir gibt es ein paar kleine Probleme mit dem Düngen. Der zählt das nicht ab. Und da habe ich gesagt, gut, okay, ich guck mal heute. Und dann gucken wir mal, ob das, wie das ist. Ich werde wahrscheinlich die Düngemaschine von der Mission aus mieten. Bah! Wollte blinken. Und einmal realistisch war, nein, darf man natürlich nicht, weil man Kuh benutzt zum Blinken, was ein bescheuert ist. Hust, hust. Ist ja sonst in keinem anderen Spiel. So. Dann gucken wir mal, wie viel Plus wir bekommen. Ich würde mal sagen, vielleicht so ein 1000 oder 2000, wenn wir hier noch mehr Plus rauskriegen als an der eigentlichen Fracht. Wir müssen einiges hier jetzt selber machen, da unser Feld hier erst bestellt wird. Das eine Feld, das andere Feld ist ja im Wachstum. Wir müssen aber auch mal gucken, dass wir uns das Pflanzengiftzeug holen. Das Eckzeug. Dann kann man, je nachdem wie groß der Gebrauch ist, sich einen Tankanhänger holen, falls das Zeug da reingeht. Muss man gleich mal gucken. Dann hätten wir auch die nächste, also das nächste Fahrzeug, was wir bei uns haben. Also, beziehungsweise zwei Pflanzengift plus Tankanhänger. Dann machen wir dann ein bisschen grün den Tankanhänger. Sind jetzt überlegt, wie lange wir hier für den Trecker gebraucht, für den Trecker gebraucht hätten hier hoch. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Hätte 10 Dollar mehr gegeben. Ja, vielleicht 100 oder so. So, dann gucken wir mal. Was jetzt alles der Mission gehört und was nicht. Und wir gehen auch schon mal hier rein. Gucken uns mal an. Güllefässer. Wo wären das drinnen? Diverses. Da haben wir Flüssigkeiten hier. 3000. Ja. Ist nicht viel. Ist aber etwas. Und hier kriegen wir nochmal 6000 dazu. Ja. Also 22.000. Hm. So, Sinn. Also hier den Unkraut bekämpfen. Sehen für 17.000. Ja gut, hier werde ich einen Helfer locker... 2 Hektar. Feld 21. Wo ist denn das? Hier, das Feld. Das Feld soll bestellt werden. Das wäre um die Ecke, das würde ja gehen. So, das machen wir dann nach Unkraut bekämpfen. Die Frage ist natürlich, ob ich jetzt... ne, ich habe zum Beispiel jetzt kein Links. Gut, dann machen wir das Sehen für 17, wie viel waren das? Hier 17.000. Klar, dauert das ein bisschen. Nein. Ich habe ohne Mietobjekte. Ich habe ohne Mietobjekte. Oh nein, bin ich bescheuert. Nein! Oh, scheiße. Ja, ich musste wirklich abbrechen. Ah, oh, Kartoffeln kann ich nie sehen. Den Rest kann ich sehen, das wäre ja kein Problem. So, hier haben wir sehen. Gut, sind auch Kartoffeln. Das ist ein Striegel. Feld 7. Wenn das Feld 7 nicht weit weg ist, das kann man schnell selber machen, aber... Ach du Scheiße, es ist ja... Vor allem, wenn man noch die Dings dazu holt, da verdient man ja gar nichts. Ich glaube, wir werden einfach mal einen Transport machen, oder? 300? Ach, das kotzt mich an. Ernten.
Das können wir. Das ist sogar noch gut. Mietobjekte. Ich habe die Mietobjekte geholt. Ja, man merkt, die Mietobjekte sind da. Ja. Was haben wir hier im Waldrad? Wir haben im Waldrad und ein JCB. Ist der JCB mit Gelenk? Nee. Der hat aber Allradlenkung. Den werde ich mehr für den hier kümmern machen. Glaube ich mal. Wir hätten sie umschalten können. Welches Feld müssen wir jetzt übermachen? Feld 9. Die Musik ist auch, also zu leise. Feld 9. Gut. Oh, hier können wir auch langsam uns selber starten lassen. Ich würde mal sagen, ich werde mal in der Zeit das alles hier rüber kauen. Und unseren Helfer hier beginnen mit Raps. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen, wenn ich einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir ins Wort. Ciao.